Hallo und herzlich willkommen zum Sportsuffet Tuesday Musical. Wir spielen mal wieder Sportsuffet-Programm-Manager 2016 gestartet. Das Spiel Hannover 96 wird geladen. Und da sind wir. Wir haben die letzten Spiele ein bisschen scheiße gespielt, aber ich glaube, da war jetzt niemand frei gewesen. Ach ja, genau, da ist gesperrt und dann unsperrt. Automatische Aufstellung haben wir schon gemacht. Also sprich, wir können gleich loslegen zum Spiel. Zum Spiel Hannover gegen. Ich hab das richtig nicht dabei. Noch nicht. Wir können nicht mehr auf. So, da haben wir nur noch kein Spiel. Da. Oh, gegen Klapper. Gegen München Klapper. Das wird wieder ein Spiel. Der ist aber aktiv. Ja. Schauen, ob der Tom hier da ist. Nein! Warum geht der Tom nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das liegt an dem Spiel, das mag meine Software nicht mehr. Aber nicht mit dem Tom. Ja, das ist ein bisschen. Vorsichtig. Variable Tempo schnell Variable überall. So, komm. Und da geht's. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich hoffe auch in diesem Spiel. So, wir spielen nach links rüber. Ja, wir spielen nach links. Schön gehalten. Auf welchem Platz ist eigentlich ein bisschen Platz war? Ich hoffe, wir sind nicht allzu weit oben. Obwohl, wenn wir gewinnen, hoffe ich, dass wir ziemlich weit oben sind. Weil wir sind so auf dem 28. Platz gegangen. Da können wir ja gleich mal schauen, ob das ein gutes Spiel war. Ja. Komm schon, 96. Komm! Schieß ein Tor! Oder am besten zwei. Nein! Ich bin schon zwei reingekriegt. Ich bin nur zwei reingekriegt. Ich bin gar nicht gekriegt. Ach nee, ey. Der Jörg Hofmann hat zwei Punkte. Das wird mal eine richtige Klatsche. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Ich verliere. Am Anfang waren wir so gut in diesem. Und jetzt hier. Eine rote Karte. Das war ja toll. Was machen wir denn jetzt für eine Aufstellung? Formation.
5-3-2. Warte mal. 5-3-2. Nein, wir nehmen eine Formation. 5-3-2. Nein, das wollte ich auch gar nicht nehmen. Ja, genau die. Da tausche ich jetzt mit Schmied über. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob die Position alles stimmt. Rechter Verteidiger, okay. Zentraler Verteidiger, das stimmt schon mal nicht. Zentraler Verteidiger, linker Verteidiger. Verteidiger rechts. Verteidiger links. Verteidiger zentral. Kann ich mit anderen Verteidigern finden? Sehr gut. Nehmen wir mal die Niederbach. Verteidiger links. Ist im Zentrum. Zentrum links. Lieber müssen wir uns bauen. Sturm, Sturm, auf jeden Fall passen. Wer kommt hier? Datei rein. Datei mit dem Zentrum. Und Zentrum. Verteidigungszentrum. Verteidigung rechts. Verteidigungszentrum. Verteidigungszentrum. Verteidigung links. Mittelfeldzentrum, 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 Sturmzentrum, Sturmzentrum. Okay, jetzt haben wir's. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch ein Tor einkriegen. Und das war vielleicht ein paar Tore schießen. Aber ich denke weniger. Los, komm schon! 96! Ich glaube, beim nächsten Mal hoffe ich das besser
nicht die Spiele so durchwatchen, sondern mich immer genau auf das Spiel konzentrieren, was kommt, und dann genau meine Einstellung dafür machen. Wenn man jetzt keinen direkten Pass, wir machen lange Pässe nach vorne, Tempo, normal. Das lassen wir alles so durch die Mitte. Eigene Hälfte, okay. Und go! Durch die Mitte ist normalerweise mal ein bisschen scheiße beim Fußball, überhaupt dann kommt man immer besser weiter voran. Aber da ich ja jetzt immer wieder mit Fußball zu kämpfen und mit Fenster Sturm spiele, habe ich sowieso keine Aufmerksamkeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich sie jetzt mal einfach in der Mitte gerade durch rein. Aber was da bei ihm kommt, das können wir jetzt erzählen. Und beim nächsten Mal werde ich mir genau die Taktik anschauen von dem Gegner. Vielleicht mal probieren, ein bisschen statistisch heranzugehen zu den Spielen. Also ich werde mich nächstes Mal nicht richtig vorbereitet. Dann wird das Spiel auch, weil die Aufnahme auch wieder eine halbe Stunde spielen, wie die meisten anderen. Vielleicht werde ich dann ein bisschen mehr Erfolg haben, wenn ich mich das weiter so hinbehalten würde. Und werde dann die Sachen einfach durch rausziehen und waschen. Aber nicht so viel, ich war. Statistisch. Strategisch. Strategisch. Bisschen voranzukommen. Dafür werde ich vielleicht in der Form aktuell Spieler benutzen, bis Wochenende dann kommen werden. Und ja, erstmal schauen wir, ob ich den Platz knapp ist. Und bei welchem wir danach sind, nach dieser hohen Niederlage jetzt. Weil ich sag mal nicht, dass wir noch den Ausgleich schaffen. Wir würden uns auch sehr freuen, aber. Aber nein, wir kriegen noch ein Tor rein. Das reicht mir nicht. Ich glaube, das ist meine höchste Niederlage als Trainer bei Dortmund. Dann werde ich vielleicht noch schauen, was unser Budget noch ist. Ob er mal ein bisschen abgeht. Ja, das kann ich sehen. So verloren haben wir. Der Hammer ist der beste Spieler. Kein Mittel. Aber es hat hier keine Minuspunkte gegeben. Okay, dann schauen wir mal in der Tabelle nach. Das ist die 6. Wir sind jetzt im 9. Das ist natürlich hier nicht sehr wie unentschieden verloren, verloren, unentschieden verloren. Ein Anfang ist so gut und jetzt geht es
Obwohl, ein Stück war auch schon mal durchwachsen, oder? Nee, ich probiere lieber nicht mal. Richtig strategisch ein Spiel zu machen. Und schon mal auf den Spielplan, wer ist noch der nächste Gegner? Eintracht Frankfurt. Auf welchem Platz ist Eintracht Frankfurt? Auf dem 5. Okay. Wir haben gegen den 6. gespielt. War dem vorher auch noch extra gewesen. Ne, die haben uns überholt. Die haben uns überholt. Und von Hamburg. Also waren sie vorher auf dem 8. Wir sind da. So ein Mister. Hallo, Wetter, schnell den 5. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen und hört mich von der Leute wieder selbstverständlich. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.